Leute, mich würde es echt interessieren, wie sich das für euch angehört hat. Naja, ich begrüße euch damit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ganz verwirrt hier wieder am Start. Wir spielen heute wieder oder wir bauen heute hier weiter an unserer Welt. Ihr seht es schon in eurer Abwesenheit. Ich weiß auch immer gar nicht, warum ihr so lange weg seid. In eurer Abwesenheit ist wieder sehr viel passiert. Meine komplette Rüstung ist voll. Ich war ein bisschen im Nether unterwegs und habe hier alles wieder gelevelt, 136 Level nebenbei gemacht, hier komplett alles, seht ihr, ist alles perfekt. Wir können jetzt, und das habe ich letzte Folge nämlich nicht gemacht, das ist mir sogar aufgefallen, wir können jetzt einfach, wow, ist schon cool irgendwie, oder, dass wir jetzt hier lang fliegen können. Ich versuche heute übrigens auch noch Raketen zu holen, aber es geht noch weiter, Leute, das war nicht das Einzige, was passiert ist. Hier erstmal wieder ein bisschen an Eisen, aber nicht allzu viel tatsächlich, aber die Farm läuft ja immer weiter. Und hier habe ich ein bisschen gebaut. Ich habe hier nur so einen kleinen, naja, Fahrstuhl gebaut. Hier unten ist alles so wie immer. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Folge gemacht habe. Ich habe hier die Wände zwei breit gemacht, dass die hier jetzt nicht mehr sich hin und her bewegen können, wie sie lustig sind, sondern dass ich meine Villager hier alle perfekt schön beieinander habe. Und oh je, Jungs. Nein. Ich stelle immer, wenn ich AFK stehe, die Musik aus, damit ich nicht alles in meinem Hintergrund höre. Und deswegen hattet ihr jetzt keinen Sound, es tut mir leid. Und dann habe ich auch hier, wie ihr schon seht, einen kleinen Fahrstuhl einfach gebaut. Ja, dann stand ich noch AFK, wie man ja an dem Eisen sieht. Da können wir direkt mal gucken, wie viel neues Weizen wir jetzt haben. Und ich kann ja jetzt hier einfach... Wow! Ist auch wieder alles ein bisschen voller geworden. Ich glaube, hier müsste die Doppelkiste schon wieder voll sein, ja. Also bei unserer Weizenfarmproduktion hier läuft auch alles perfekt. Also viel Stuff, der uns fehlt, gibt es nicht mehr, außer ein paar Farmen, die wir auf jeden Fall noch bauen sollten. Aber wie gesagt, das Erste, was ich heute machen will, ist erstmal gucken, ob wir irgendwie Gunpowder finden. Ob wir eventuell einfach in den Kisten noch genügend Gunpowder haben oder dann halt Creeper killen. Damit wir nämlich endlich Raketen machen können. Denn Raketen sind ja vor allem, was die Elytren angeht, das A und O. Also wirklich ohne Raketen kannst du halt nicht Elytra fliegen, gefühlt so. Weil die so wichtig sind. Weil man kann sich ja mit den Raketen im Prinzip boosten, dass du wieder hochfliegst und alles. Und das geht halt nur mit dem Gunpowder. Und das Gunpowder bringt halt dann nur die Raketen. Und mein Handy ist noch nicht lautlos. So. Ja, und deswegen brauche ich jetzt oder hoffe ich jetzt, dass ich ein bisschen Gunpowder noch finde. Guck mal, 8 Stück haben wir schon, Leute. Klar, wir könnten eine Gunpowder Farm bauen, aber die will ich jetzt eigentlich noch nicht so früh bauen. Nur, das kommt in Zukunft auf jeden Fall auch und meine Nase juckt. Oh je. Guck, wie sieht das denn schon wieder aus? Genau so eine Sicht hatten wir schon mal, ne? Jungs, So, okay, alles gut. Wir könnten auch irgendwann mal diesen Kack-Fahrstuhl jetzt endlich mal besser ganz oben ziehen. Ich heb die ganze Kacke immer so lang auf, ey, das mache ich jetzt direkt. Ich hole gleich von unten direkt Glas und dann ändern wir das endlich mit diesem Kack-Fahrstuhl. Seit Jahren gefühlt laufe ich immer diese Treppe hoch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich schon darin investiert habe, diese Treppen hochzulaufen. Das Problem ist, ich bin der Meinung, außer von Creepern bekommt man halt keinen Gunpowder. Heißt, das ganze Gunpowder für Raketen, und wir können uns gleich mal was Neues zu essen machen. Das ganze Gunpowder für Raketen müssen wir dann halt wirklich, das Einzige, was die Lösung dafür ist, ist die Gunpowder-Farm. Anders wird das leider nicht funktionieren. Oder halt eine Mob-Farm, aber Mob-Farmen sind in 90% der Fällen so scheiße unproduktiv. Also wirklich jetzt, theoretisch, wenn ich mich nicht irre, wir haben noch einen Punkt hier in der Nähe, wo immer so viele Creeper und alles spawnen. Und der ist genau, ja, der ist genau hier, wo schon wieder 10.000 Creeper stehen. Und Leute, nicht alles hier jetzt explodieren lassen. So. Ja, seht ihr? Und hier können wir nämlich jetzt auf ganz entspannt erstmal kurz farmen, weil hier sind halt immer todesviele Mobs und das ist übrigens genau der Punkt, wo unsere elendige Leckstelle ist. Ich glaube sogar, würden wir das hier ausleuchten und hier einfach unten drunter eine Farm bauen, eine Mob-Farm, würde die sogar echt effizient sein. Weil wie ihr wisst, hier drumrum spawnt halt nie irgendwas. Weil ich habe ja hier relativ, ich möchte sagen relativ alles ausgeleuchtet. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ganz doof, ich bin, glaube ich, tot. Nein. Ganz doof. Oh mein Gott, was war das? Ich unterschätze immer so hart die Enderman. Dadurch, dass ich nur noch eine Elytra habe und kein Harnisch, bin ich so leicht tot. Oh mein Gott. Das war jetzt echt sehr, very knapp. Oder ich... Sterbe ich noch? Okay. Leute, alles ist safe. Wisst ihr, was mir in 4 Jahren Minecraft nicht aufgefallen ist? Wenn man F5 ändert, ändern sich ebenfalls die Sound. Hört mal.
Hört ihr, die Richtung des Wassers ändert sich einfach. Lol. So, da sind die nächsten Creeper. Hi, Jungs. Euch brauche ich in Massen. Nein. Och, Mann. Ich brauchte den Gunpowder. Das Ding ist, ich weiß auch nicht. Guck mal, wie hier die Welt aussieht. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Ich glaube, hier haben einfach 1000 Endermen immer wieder sich die Erde gemobst. Und dann waren die halt weg. Und deswegen fehlt hier halt alles. Oh mein Gott. Huh. Der Dings hat einfach Schlag 2 des Skeletten. Das ist so geil. Die Skeletten sind einfach One-Shot alle. Boah, das ist aber echt schwierig hier ohne Schild gegen die Mobs zu fighten. Wenn ich schon die Elytra anhab. 2. Oh, oh mein Gott. Ja, das war es dann wieder komplett mit dem nächsten, unangenehm. Leute, ich weiß, der Tod war extrem dumm. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, wann das endlich passieren wird, dass ich halt den Totem brauche. Aber durch die Absicherung des Totems habe ich halt relativ, ich würde sagen, risky gespielt mit den Creepern. Wow! Oh, das macht so viel Spaß mit der Elytra. So, der nächste. Hä, war hier nicht, waren hier nicht noch mehr Creeper irgendwo? Hier standen doch gerade mehr rum als einer, oder nicht? Leute, ich würde sagen, wir gehen kurz runter. Ich hole einmal das Weizen und dann können wir tatsächlich schon alles craften. So. Einmal Zuckerrohr, Weizen. Ich sag immer Weizen, ne? Warum sage ich immer Weizen? Ist das schon, als wir die erste Zuckerrohrfarm gebaut haben in Folge 13? Als wir die gebaut haben, ist mir schon aufgefallen, dass ich immer statt Zuckerrohr Weizen sage. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, wann ich mir das eingeprägt habe, dass Zuckerrohr Weizen ist. Oder halt auch andersrum. Ich weiß nicht, ob ich es andersrum auch sage. So, und rein theoretisch müsste es jetzt reichen, wenn ich es so mache und dann so. Ja, und da haben wir schon auf jeden Fall komplett ausreichende Stacks fürs Zuckerrohr. Fürs Zuckerrohr, was? Alter, was laber ich hier? Sondern für die Elytra. Heißt, wir können jetzt gleich losfliegen einmal, wenn ich hier meinen Stop weggelegt habe, so. Und den Bogen einmal wegschmeißen. Und wenn ich jetzt losfliege und dann so mache, zischen wir hoch, Jungs. Und genau das ist das Ziel. Heißt, wir können jetzt ganz easy von A nach B, ohne uns den Kopf zu stoßen, am besten. Alter, das ist ja so OP. Das ist 10-mal geiler als früher. Junge. Und jetzt können wir hier auch endlich mal alles relativ gut erkunden. Das ist doch toll, Alter. Das wird einfach nur Spaß. Wenn dann die Chunks hier auch mal ein bisschen schneller laden würden. Alter, wenn ich mir überlege, wie ich mich hier immer von Berg zu Berg bauen musste. Oh mein Gott, das ist ja, das ist so geil. Wir können einfach so easy jetzt hier immer alles erkunden. Ohne, dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass wir nicht mehr nach Hause kommen oder sterben oder einen Fallschaden oder irgendwas ist, Alter. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist, dass die Welt nicht schnell genug lädt, weil die Chunks hier noch nie geladen worden sind. Hallo, liebe Schafe. Kann ich hier irgendwie schnell mit nach Hause nehmen? Ich würde euch ja mit nach Hause nehmen, Jungs, aber es geht nicht, ihr seid viel zu weit weg. Wenn ich rein theoretisch die Dinger hier an die Leine nehmen würde und dann mit der Elytra losfliegen würde, würden die Tiere sterben? Oder könnte ich die an der Elytra mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Naja, ich würde sagen, wir fliegen erstmal wieder nach Hause. Und das Ding ist, wir brauchen halt nicht mal viele Raketen, um weit zu kommen. Oh mein Gott, hier sind Kühe. Wir müssen uns mal kurz die Koordinaten merken und gucken, ob das weit weg ist. Falls es nicht allzu weit weg sein sollte, werde ich gleich zu den Kühen gehen und die mit nach Hause nehmen. Hier ist unser Zuhause. Oh, es ist aber schon echt ein ganz schönes Stück. Aber guck mal, Leute, wir brauchen endlich mal Tiere hier. Wir sind fast an Folge 100 und haben zu Hause noch keine Kühe, Schaf oder sonst was. Einfach, weil ich es halt nie gefunden habe. So, ich nehme jetzt einfach eine Leine mit und ein bisschen Eisen. Holz können wir da farmen und dann würde ich sagen, machen wir uns zurück zu den Kühen. Hoffen mal, dass sie noch da sind und testen gleich mal meine Idee, die ich hatte mit der Elytra aus. Also, falls das funktioniert, wäre es ja mal Todes-OP. Okay, hier sind Schweine. Schweine brauche ich aber gerade nicht und yo. Hallo, Creeper brauche ich, aber die kann ich kurz mal mitnehmen hier. Okay, sie sind hochgegangen, bevor ich irgendwas machen konnte. Cool. Ey, Mann, chill mal. So, jetzt kann ich nämlich einmal hier kurz, danke. Zack, kurz einmal mitnehmen, danke. So, ciao. Jungs, ich ziehe schon wieder durch. Oh, das macht so viel Spaß, mit der Elytra rumzufliegen. Lol, hier sind Skelettpferde. Nee, das ist, ach, das ist einfach nur ein Lama. Skelettpferde, oder? Wahrscheinlich sind das Skelettpferde. Hier irgendwo waren noch Kühe, oder nicht? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder bei einer neuen, entspannten Folge. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.